Hallo Freunde, nach da bin ich wieder euer Sahadu mit einer neuen Folge Imperatorum. Wir spielen als Kusch. In der letzten Folge konnten wir das Nahrungsmittelproblem in Meroe halbwegs in den Griff bekommen und wir haben eine Menge Erfindungen gemacht. Aber nun geht's weiter. Nicht lange schnacken, sondern die Zeit vergehen lassen. 44 können wir Ägypten wieder den Krieg erklären. Wir sparen vermutlich. Ja, 3000 Gold könnten wir schon ganz gut gebrauchen, vorsichtshalber, falls irgendwas passiert und wir vielleicht doch noch Söldner rekrutieren müssen. Bitte um Asyl. Wer bittet denn um Asyl? Naktoreb Harisotes, müde und niedergeschlagen, tritt an unseren Hof in der Hoffnung, Schutz vor den Intrigen und Komplotten von Plemien zu finden. Das ist ein Tributstaat von uns, Plemien. Unsere Berater informieren uns darüber, dass dieser Mann ein Geschwister des plemischen Herrschers ist und als direkter Nachfolger auf den Thron gilt. Oha. Viele Möglichkeiten bieten sich für eine Antwort. Ich sehe hier nur zwei. Ha! Nagelt ihn an ein Kreuz. Was? Pleme verliert 100 Meinung. Warum sollten wir jetzt den Bruder des Königs da kreuzigen? Oder wir sagen, er könnte für uns von Nutzen sein. Kusch erhält 10 Legitimität, können wir gebrauchen. Der Bruder bekommt 20 Loyalität. Ausländischer Adel bis Spielende. Loyalität monatlich minus 0,05. Charakterberühmtheit monatlich plus 0,2. Ja, wir nehmen das untere. Er könnte für uns von Nutzen sein. Eine Erfindung müssen wir aber noch machen, fällt mir gerade ein. Gewölbe und Kuppel. Festungsverteidigung plus 5%, das ist heftig. Rom leistete Pionierarbeit bei der Verwendung von Bögen für den Brückenbau, wodurch große Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit erledigt werden konnten. Terim-Disziplin. Boah, das brauchen wir auch. Ich weiß, wir hatten gesagt 3000 Gold. Da wären wir noch ein bisschen bis 44. Geschwader. Terim-Disziplin plus 10%. Jedes Schiff zu einem Geschwader zuzuweisen, gewährt ihnen den Zusammenhalt, den sie in der Hitze des Gefechts benötigen. Schiffe Baugeschwindigkeit. Oh Mann, alles gutes Zeug. Aber wir haben doch auch hier unten noch was gehabt. Opfer an die Götter. Minus 5%, Ohmstärke plus 5%, Rekrutenreserve national plus 5%. Die wollen uns doch hier das Gold aus der Tasche locken. Das ist alles dreist gut. Bis sehr gut. Rekrutenreserve national plus 5%. Das eine machen wir jetzt noch. Die Gesundheit unserer Soldaten ist von größter Wichtigkeit. Eine gute Gesundheitsversorgung wird Soldaten schneller wieder aufs Feld bringen. Nehmen wir mit. Jetzt müssen wir wirklich mal wieder Gold sparen. Judäa ist übrigens zurzeit mit Ägypten verbündet. Heißt, wir müssen hier auch noch eine Armee hinstationieren. Hatten wir ja schon gemacht, genau. Wohlhabender Gönner. Die Stadt Babylon Aregiptai wurde schon oft von den reicheren Gönnern unserer Hauptstadt beobachtet. Heute jedoch hat Ceteris Philotid angeboten, eine beträchtliche Menge seines Reichtums in den Bau eines Tempels für Ptah zu investieren. Er hat uns um unsere Erlaubnis gebeten, bevor er mit dem Bau beginnt. Wir sagen in Ordnung. Das Territorium bekommt einen Tempel. Was ist denn das für einer? Ist der loyal uns gegenüber? Ja, sehr loyal. Und er ist auch schon 81. Überzeugt ihn davon, in etwas anderes zu investieren. Er verliert Beliebtheit und er verliert Loyalität. Aber zwei Sklaven tauchen dann dort auf. Oder wir sagen, sicherlich könnten wir Babylon Aegyptai selbst entscheiden lassen, was es braucht. 25%, dass sie ein Forum bauen, dass sie eine Bibliothek bauen, dass sie ein Steueramt bauen oder ein Theater bauen. Er würde 10 Beliebtheit bekommen, aber er verliert 10 Loyalität. Ach so, er hat auch noch einen Job bei uns. Amaroyet.
Das müssen wir uns anschauen. Das ist ein wichtiger Job. Armeemoral plus 7%. Nein, wir lassen ihn sein Ding hier durchziehen. In Ordnung. Dann sollen sie da was hinbauen. So, wo genau ist denn das? Ist das eine Stadt oder nur? Nee, dass ein anderes Gebäude dann drauf geht dafür. Babylon Bitai. Na, wo haben wir es denn? Hier. Das ist eine Stadt. Ja, dann baut halt deinen Tempel. Wir haben noch zwei Slots frei. In Ordnung, baut deinen Tempel. Gold machen wir mittlerweile. Das ist genial. Getreide, wer will denn das haben? Byblos, ja, könnt ihr kriegen. Ah, wartet mal, fällt mir gerade ein. Hatten wir mit Byblos das Bündnis beendet? Sehr gut. Wie läuft eigentlich der Krieg von Mauria gegen Andra? Nach wie vor ist er im Gange. Plus 16 für Andra gegen Mauria. Verdammt. Andra scheint das zu gewinnen. Das ist natürlich spitze für das Seleukidenreich, dass Mauria geschwächt wird. Rom konnte sich, glaube ich, hier durchsetzen gegen diesen gallischen Stamm. Oh, das ist kein Stamm, das ist sogar mittlerweile eine Monarchie hier. Latobikien. Wer ist gestorben? Ein unbedeutender Charakter. Es war ein Forscher, aber. Wir brauchen einen neuen Militärforscher. Einen Neuner haben wir hier noch. Den nehmen wir rein, erst 37. Und auch loyal uns gegenüber. Leukonhektit. Ägypten möchte Nutzvieh haben. Nee, er kriegt kein Nutzvieh, er kriegt gleich eine Kriegserklärung. Ein Jahr noch. Im Sommer werden wir dann mal. Ich wollte gerade sagen, die Preise wieder anheben. Keine Ahnung, wieso. Werden wir dann mal wieder den Sold für unsere Armee anheben. Kreta möchte Steine haben. Aber sehr gern doch. Verbündeter von uns. Was machen die eigentlich so, Kreta? Bündnisse mit Tiras, Phrygien und natürlich mit uns. Kedonien hat auch diverse Verbündete. Das Seleukidenreich setzt mehr auf Vasallen. Opfer an die Götter. Läuft noch. Er ist jetzt gestorben. Noch einen Forscher. Ne, einen Statthalter von Punt. Okay. Brauchen wir einen neuen Statthalter. Punt ist das hier. Provinz Axum. Naja, Punt war eine ganze Region. Schauen wir uns das mal an. Hier. Das ist Punt. Da brauchen wir einen guten Mann. Einen Neuner hätten wir hier noch zur Verfügung. Wie sieht es denn eigentlich in der Technologie aus? Was haben wir denn dafür ein? Auch einen Neuner. Ja, dann setzen wir den Neuner ein. Er ist zwar ein bisschen korrupt, aber er ist loyal uns gegenüber. Und mit 38, mittleres Alter. Der hat doch bestimmt noch. Ja. Der hat noch einiges an Leben vor sich. Definitiv. Deshalb nehmen wir den rein, den Neuner, unser bester Mann. Ab nach Punt. Wir schauen uns aber gleich mal an, was der jetzt hier für Provinz Politiken hineingemacht hat. Ja, das ist okay. Ad
Baras Grenzland. Das ist ein bisschen quatschig. Dann nehmen wir Anhäufung von Reichtum mit rein. So, wir haben jetzt Juli. Jetzt werden wir die da den Sold anheben für unser Militär. Tributstaat Zustrom. Vor kurzem gab es einen großen Zustrom an plämischen Händlern und Reisenden, die Meroe besuchten. Da Plemien unter unserem Schutz steht, haben sie sich uns geöffnet und den Versuch unternommen, freundlicher wahrgenommen und allgemein bekannt in unserem Land zu werden. Da beide Seiten so langsam die Vorteile dieser Beziehung erkennen, sollten wir versuchen, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Art von Limitierung wir ihren Einfluss in Maros setzen wollen. Wir akzeptieren nur eure Händler. In der Stadt. Kusch erhält 187 Gold, Steuern lokal plus 25% für Maro. Das ist schon nicht schlecht. Wir machen eine Menge Steuern in Maro. Schaut euch das an, Steuereinnahmen. 15, 25% mehr. Boah, 3, 4 Gold sind das schon. Oder wir sagen, erlaubt ihnen, sich in Meroen niederzulassen. Wir bekommen 2 Bürger dazu und Bevölkerungswachstum 0,15%, 653. Also für 10 Jahre. Und das andere, wie lange hält das an? Auch für 10 Jahre. Boah, schwierig. Wir würden dann halt für unsere Forschung noch was tun mit den Bürgern. Ja, wir nehmen das untere. Erlaubt ihnen sich in Meroe nieder, wobei wir sind ja schon am Limit. Mit der Bürgerzufriedenheit. Also, wir können halt, wenn wir das jetzt machen, könnte es durchaus sein, dass die Bürger unzufrieden werden. Wir testen das gleich mal. Erlaubt ihnen sich in Meroe niederzulassen. Haben wir gemacht. Die Leute bleiben trotzdem noch zufrieden. Das ist schön. Sehr gut. Wir lassen noch mal einen Monat vergehen. Nein, es bleibt stabil. Das ist schön. Langsam sich die Moral erholt. Das ist einfach krass. Wer ist denn jetzt gestorben? Starb in flagrante delicto. Aha. Mit 82. Ach, das ist jetzt hier. Der die Moral unserer Soldaten beeinflusst. Das ist sein Posten gewesen. Ja, wir haben den Neuner hier. Das ist gut. Der ist 39. Ist loyal uns gegenüber. Nehmen wir ihn mit rein. Amasus Alarus. April 44. Können wir ihm den Krieg erklären? Das sind dann Neuner gewesen, nein, Siemer. Ja, wir lassen mal eine Armee hier im Nildelta stellen, falls die mit Schiffen kommen. Wir haben nur noch 30 Schiffe, krass. Wir haben ganz schön abgebaut, ihre Kriegsmaschinerie, gezwungenermaßen. Judäa ist aber reich. Das heißt, sie haben eine Menge. Also sie können Söldner anwerben. Dann lassen wir die Armee mal lieber auch noch hier. Gen Osten marschieren.
Neues Ulm. Bürgernationale Produktion. Oder sagen wir mal etwas für die freien Männer machen. Oder sollen die Sklaven zufriedener werden? Wir könnten auch mal was für die Sklaven machen. Sklaven nationale Zufriedenheit plus 36%. Segen von Anubis. Die waren nämlich in Meroe, da gab das nur so ein silbernes Smiley. Und schaut euch an, jetzt sind sie komplett zufrieden. Sehr schön. Schiffe. Wundersame Genesung, wir waren krank. Wir haben aber immer noch Arthritis. Ja, ich glaube, das bekommt man auch nicht mehr weg. Die Arthritis. Veteranen ziehen weiter, wir kennen das. Wir bekommen 2000 Rekrutenreserve. Wir können ja nur das nehmen für jede Wolke. Unruhe lokal minus 1 und Steuern lokal plus 15% in. Ja, irgendwo hier. Sehr schön. Für jede Wolke. Ups, das war ein bisschen weit rausgezoomt. So, wir haben jetzt April und das bedeutet Krieg gegen Ägypten. Oh, die sind auch schon im Krieg. Da müssen wir jetzt aber aufpassen. Warum sind die eigentlich mit denen im Krieg, mit dem Seleukidenreich? Wow, was ist das hier für ein Riesenkrieg, der hier losgetreten wird? Die haben 640 Kohorten unter ihrer Fuchtel, die Seleukiden. Was ist denn mit denen verkehrt? Wahnsinn. Ja, die sind in Makedonien beschäftigt. Maria ist im Frieden mit Andra. Ja, ich glaube, die haben ein paar Gebietsgewinne gemacht, Andra. Aber die Seleukiden, 640 Kohorten. Unfassbar. Das ist natürlich krass. Ja, wir erklären Ägypten den Krieg. Da kennen wir nichts, Freunde der Nacht. Kos erklärt uns, was? Bruch der Waffenruhe? Hus? Wartet mal, habe ich mich verlesen? Ach so, 25. April 644. Naja, Ordnung muss sein. So, wir haben sogar bis Mai gewartet. Jetzt können wir euch den Krieg erklären. Wir werden aber noch eine Erfindung tätigen. Wir haben genügend Gold. Musterkonstruktion. Schiffe Baugeschwindigkeit plus 20%. Die Einhaltung bestimmter Konstruktionsstandards für unsere Schiffe ist ein sicherer Weg, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der unsere Werften neue Schiffe bauen können. Flottenzermürbung ist auch nicht schlecht. Aber wir haben hier unten halt Opfer an die Götter. Kriegswidmung können wir auch machen, aber wir haben gerade einen Ohm eingeführt. Das hätte man können auch intelligenter machen, dass wir das hier vorher nehmen. Na gut. Staatsgräber nehmen wir. Opfer an die Götter, Aktionskosten minus 5%. Diejenigen, die zu arm sind, um sich für ihre Familienangehörigen ein Begräbnis leisten zu können, sollten die Annehmlichkeiten eines staatlich geförderten Begräbnisdienstes erhalten. Nehmen wir auch noch mit. Okay, nun wird Ägypten der Krieg erklärt. Eroberung von Ostmamarika. Sirtika oder Ostmamarika? Wo ist denn Sirtika? Das Ostmamarika, West? Hä? Syrtika stand dort doch auch noch. Ach so, das ist vielleicht hier drüben, oder? Die haben hier doch noch so ein Gebiet, aber sieht mir auch nicht danach aus. Ich bin verwirrt, Freunde da.
Das stand doch hier noch, oder? Ja. Syrtika. Wir suchen das. Da sind wir kleinlich. Syrtika, wo ist das? Ach ja, mir fällt es wieder ein. Das ist hier das Gebiet, wo ein Teil halt auch schon von Tripolitanien besiedelt wurde. Ja, wir nehmen natürlich Ostmamarika. Ägypten wird der Krieg erklärt. Wir rufen eigentlich keinen Verbündeten. Ja, wobei, gegen Judäa könnten wir Rouge. Ja, wir nehmen Nabatäa mit rein. Wir rufen Nabatäa in den Krieg. Bestätigen das. Und es beginnt. Niedriger Flottenunterhalt, ja, ist okay. Und wir sind jetzt, oder Ägypten hat jetzt hier mit Nabatäa Krieg und mit uns Krieg. Und natürlich hier mit den anderen auch noch allen. Boah, das ist ja Seleukidenreich. Puh. Da wird es einen anders, wenn man so ein Riesenimperium sieht. Ja. Unsere Flotte lassen wir im Hafen. Wo haben wir denn eigentlich unsere Flotte? Hier. Die lassen wir hier in Alexandria. Da soll sie mal lieber drin bleiben. Und ansonsten legen wir los. Und zwar so richtig mit dem Krieg in der nächsten Folge, Freunde der Nacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste und rechts unten gibt es natürlich auch noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es da heißt. Zahadum zockt Imperatorum mit Kusch. Bis dahin, bye bye, euer Zahadum.